Oi oi oi, fritti scampi e chianti calamari, Luca sei per me numero uno. Was geht ab, Freunde, euer Sturfi und herzlich willkommen zu einem... Warte. Food Draft! Ja, Freunde, viele von euch haben in die Kommentare geschrieben, Stefan, mach doch mal wieder ein normales Food Draft. Und da dachte ich mir, warum eigentlich nicht? Ja, also scheiß heute mal auf den Würfel. Ja, heute kommt alles aus dem Köpfchen, obwohl er heute ziemlich Rille ist, muss ich sagen, weil wir gestern feiern waren. Ich war mal wieder komplett auf Rille. Aber bevor wir das Ganze starten, habe ich noch eine kleine Umfrage an euch. Und zwar ist ja jetzt die Frage, mit welcher Mannschaft starten wir den Karrieremodus? Denn es waren über 84%, beziehungsweise es waren 84% für einen Manager-Modus. Das fand ich ziemlich krass und da freue ich mich auch mega drauf. Und deswegen klickt auf jeden Fall in den ersten oder auf den ersten oder zweiten Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr zwischen verschiedenen Mannschaften auswählen und ich werde mich dann da wahrscheinlich nach der Mehrheit richten. Und dann können wir das Ganze demnächst auch angehen. Ja, Freunde, jetzt geht's los mit einem normalen Football. Und endlich! Ja, Freunde, dann würde ich sagen, kann das jetzt auch mal auf Rille losgehen. Unser Captain, was laber ich da, Alter? Wir machen ja natürlich erstmal, mein Kopf ist heute so im Eimer, Alter. Wir machen natürlich erstmal die Formation. Und das ist jetzt die Frage, welche nehmen wir? Und ich muss ehrlich sagen, ich habe schon öfter jetzt mit Freunden gespielt. Und da habe ich immer diese 4-3-3 zurückgezogen genommen. Die gefällt mir richtig gut. Und deswegen lege ich die euch auf jeden Fall mal ans Herz. Probiert die mal aus. Scheiße, Alter. Meine Güte, jetzt können wir auswählen zwischen richtigen Granaten, ey. Jetzt könnte ich ohne Spaß mal den Würfel eigentlich gebrauchen, weil ich weiß gar nicht, wen ich nehmen soll. Lewandowski-Killer, Sturridge-Killer. Aber Ronaldo ist einfach nochmal eine Klasse für sich. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir mal Cristiano Ronaldo. So, unser Stürmer kommt. Wer wird es? Oka Kakachuko, Alter, Wanderson. Was sind das für Spieler, Mann? Von denen habe ich alle noch nie gehört. Komm, wir nehmen hier einfach mal... wir nehmen mal Fernandão. Im Endeffekt werden wir sowieso noch einen anderen Stürmer ziehen. Das juckt uns gar nicht. Komm, rechter Flügelspieler wird's. Einer von diesen Herren hier. Jetzt ist natürlich die Frage, wie machen wir es? Nehmen wir uns jetzt einen Ibabo und gehen davon aus, dass wir vielleicht ein DPL irgendwie noch ein bisschen ziehen. Oder machen wir das so, wir gehen mit Vela und gehen davon aus, dass wir vielleicht irgendwie noch einen Stürmer wie Benzema oder so ziehen. Aber ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass man dann doch irgendwie vielleicht nochmal einen Messi bekommt. Deswegen würde ich sagen, gehen wir heute einfach mal mit Ibabo. Komm, wir probieren das mal aus. Ich weiß nicht, ob es sich lohnen wird, aber wir werden es gleich sehen. So, hier brauchen wir auf jeden Fall jetzt einen aus der Liga BBVA. Und da würde ich sagen, ist Rakitic die beste Option. Deswegen gehen wir mit Rakitic. ZDM wird einer von diesen Herren hier. Krychowiak und Zonzi haben wir hier. Also Krychowiak ist natürlich der beste von denen, aber der ist so ein bisschen schwierig zu verlinken. Da ist so ein Zonzi auf jeden Fall einfacher. Deswegen würde ich eigentlich sagen, müssen wir schon den nehmen. Komm, wir probieren das jetzt einfach mal aus, weil Krychowiak wirst du nie verlinken können. So, und hier haben wir dann auch schon unseren zweiten ZM. Und da ist jetzt echt die Frage, wen nehmen wir da? Ich glaube, bisher von der Chemie passt da ehrlich gesagt gar nichts. Und deswegen, komm, nehmen wir einfach mal Gündogan. Ich hoffe, das wird noch ein bisschen was von der Chemie. Bisher sieht es echt katastrophenmäßig aus. Aber wir kriegen ja noch viele Auswechselspieler. Von daher bin ich da eigentlich ganz im Positiven gestimmt. Wie eine Geige, Alter. Bist du behindert? Junge, komm, was haben wir denn hier schon wieder für Spieler? Die kenne ich auch alle gar nicht. Die können wir eigentlich gar nicht gebrauchen. Pinto, keiner hat irgendwie eine Verbindung. Deswegen nehmen wir einfach mal Ancaldi. Komm, wir probieren das jetzt mal. So, und unser... Ey, was kriegen wir denn hier für Spieler, Mann? Haben die uns, wollen die uns verarschen, Mann? Rafael Marquez mit 34 Tempo, 39 Tempo, 43 Tempo. Boah, das ist echt ein, ist ja echt wie Krebs, Alter. Komm, egal. Wir machen weiter mit unserem zweiten IV. Jawohl, und da sieht es schon ein bisschen besser aus. Schade, dass der rechte ZM keinen Link hat, sonst würde ich auf jeden Fall direkt Boateng nehmen. Aber so können wir eigentlich... nur Piqué nehmen. Komm, wir müssen Piqué nehmen, keine Frage. Piqué finde ich auch richtig geil, ehrlich gesagt. Der spielt sich ziemlich gut, wie ich finde. Und jetzt kommen wir zu unserem rechten Verteidiger. Und da müssen wir eigentlich, da können wir eigentlich nur den nehmen von der Chemie her. Oder wir nehmen Piszczek, aber ich gehe davon aus, wir kriegen vielleicht gleich noch ein bisschen was an Auswechselspielern. Deswegen denke ich mal, sind wir mit Carvajal sehr gut bedient. So, und jetzt kommen wir zu unserem Torwart, keine Frage. Da muss es einfach Bravo sein. So, wir gehen jetzt zu unseren Auswechselspielern und ich hoffe, wir ziehen da auf jeden Fall noch einen geilen Stürmer.
Und hier können wir uns natürlich jetzt entscheiden, nehmen wir Bravo oder nehmen wir Diego Alves. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal hier, komm, wir nehmen Diego Alves noch dazu. Und dann werden wir einfach gleich mal schauen, wen wir da nehmen. Mache ich davon abhängig, was wir vielleicht noch so ziehen werden. So, jetzt kommen wir zu unserem linken Verteidiger. Und da müssen wir mal schauen. Schade, dass wir jetzt keinen aus der Liga BBVA haben. Das wäre natürlich super gewesen. So müssten wir eigentlich schon hier diesen Nacho Monreal nehmen, weil ansonsten passt da eigentlich keiner dazu. Oder? Ne, ich würde sagen, komm, wir nehmen jetzt mal den. Und kriegen dann hier schon ein bisschen bessere Chemie von 80. Also das sieht schon jetzt schon wieder ganz anders aus, wenn wir da gleich noch einen guten Stürmer ziehen. Jawohl, hier schon mal den Azpilicueta ist auch kein schlechter Spieler. Komm, nehmen wir den, denn der ist ein bisschen besser als dieser Nacho mit Käse-Dip. Komm. So, wir haben noch ein paar Spieler, die wir nehmen müssen. Und das sieht alles jetzt nicht so geil aus, wenn ich ehrlich bin. Wir haben hier Benyat, den können wir auf jeden Fall gebrauchen für die Chemie. Komm, den würde ich sagen, nehmen wir auch mal. Packen Gündogan raus und haben schon eine 86er Chemie. Also, das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus, wenn wir jetzt wirklich noch einen geilen Stürmer bekommen. Rafinha ist auch kein Tachazides, Junge. Was ist das denn? Ein Bier. Das sind alles keine schlechten Spieler, aber wenn ich ehrlich bin, bisher ist so der Spieler, der mich noch richtig umhaut, nicht dabei. Komm, wir nehmen jetzt einfach mal Bojan und hoffen wirklich, dass wir da noch ein bisschen was bekommen. Hier haben wir jetzt Jovinko, Baka ist auch kein schlechter Spieler, würde auf jeden Fall auch mit Ibarbo gar nicht schlecht passen. Deswegen würde ich sagen, müssen wir eigentlich schon fast Baka nehmen. Und das machen wir jetzt auch. Komm, wir nehmen den einfach und dann kriegen wir nochmal einen Dreier-Chemiebus dazu. Also jetzt sieht es schon wieder ein bisschen besser aus. Aber ich hoffe ja wirklich noch, dass da ein bisschen was kommt. So, jetzt haben wir hier Casemiro, der ist auf jeden Fall auch zu gebrauchen. Den würde ich sagen, nehmen wir. Ja, komm, Freunde, wir nehmen Casemiro und packen den Nzonzi raus. So, Casemiro ist ein richtig guter ZDM und bekommen jetzt hier diese Kollegen. Alter, wo bleibt mein Stürmer, Mann? Wo bleibt mein Stürmer? Wir haben jetzt hier Garcia, Töre, Fernandes, da ist eigentlich scheißegal, was wir hier... Nee, war das ein Motorboot, Alter, komm mal runter hier. Boom, Junge, 95er Chemie, was will man mehr? Und jetzt noch einen geilen Stürmer, Alter, dann geht die Party hier ab, Alter. So, Fernandinho haben wir hier, den könnte man eventuell, einwechseln vielleicht. Töre, ich würde schon... Oh, wir haben Palacio, das ist natürlich auch nicht schlecht. Komm, Palacio, soll man lieber noch den nehmen, weil ich weiß nicht, ob wir hier... Guck mal... Wir haben als ZMs, haben wir eigentlich genug. Wir könnten Gündogan einwechseln für Benyat, dann passt das. Und wenn wir Palacio in Sturm tun, ist das auch nicht so schlecht. Auf jeden Fall, denke ich, ist der besser als Baka, weil Baka hat, glaube ich, nur 2 Sterne oder hat er 3? Ja, doch, 2 Sterne Skills. Mit sowas kann ich gar nicht spielen. Das wäre, glaube ich, nicht so gut. Komm, bitte noch ein geiler Spieler. Giroud ist echt gar nicht gut. Mit solchen Spielern kann ich gar nicht spielen. Dann haben wir noch den Cerci. Oi, oi, oi. Guys, ich würde sagen, wir gehen einfach mal mit Cerci, oder? Ja, doch, komm, wir nehmen Cerci. So, bitte, bitte noch ein geiler Spieler, bitte. Ich würde sagen, komm, wir nehmen Diaby. Ja, müssen wir eigentlich machen. Komm, bitte noch ein geiler Spieler, bitte. Oioioi, Salah ist kein schlechter Stürmer. Salah könnte man in den Sturm packen. Oder wir packen Ibarbo in den Sturm und packen Salah rechts außen. Das geht natürlich auch. Das würde ich sagen, machen wir eigentlich auch schon fast. Alter, wo ist denn unser noch ein geiler Stürmer gewesen? Ich dachte, wir kriegen vielleicht noch einen Messi oder so. Dann hätten wir auf jeden Fall richtig geile Karten gehabt. Mangala ist nicht schlecht. Ja, wir haben auch keinen anderen Innenverteidiger, ne? Warte mal, ich muss mal eben überlegen. So, Freunde, ich habe mir jetzt so ein bisschen was überlegt. Also, wir haben ja in der Innenverteidigung diesen Nacho Fernandes und Mangala ist das schon ein Stückchen besser. Wir könnten natürlich jetzt auch Salah nehmen, aber ich würde sagen, wir machen das so. Guck mal, wir wechseln gleich Mangala auf jeden Fall ein für Nacho Fernandes. Dann haben wir schon mal eine richtig geile Innenverteidigung. Packen jetzt hier den noch um. Ronaldo kriegt dann schon mal eine bessere Chemie. Und falls mir Baka gar nicht gefällt, können wir immerhin noch Palacio oder Cerci einwechseln mit den 4-Sterne-Skills. Und dann müsste der Hase eigentlich auch laufen. Ich würde sagen, wir wechseln Gündogan auf jeden Fall noch ein für Benyat. Und dann sieht das Team eigentlich schon richtig geil aus. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier noch unseren Manager. Und hoffentlich kriegen wir da einen aus der... Ja... Aus der Hispania, Liga, aber Alter, was ist das denn, Alter? Richtiger Rockstar aus den 90ern, dieser Alvarez. Sanchez haben wir hier, der bringt uns gar nichts, der bringt uns 98er Chemie. Was hat der uns gebracht? 97er, komm, wir nehmen den. Der hat hier mit den beiden Kolumbianern hier einen Link. Unser Rockstar, Alter, Rockstar mit der E-Gitarre. Komm, jetzt kommt die Food Draft Übersicht und wir sehen, unsere Mannschaft besteht aus den Topspielern Ronaldo, Rakitic und Piqué. Und deswegen würde ich sagen, ab geht's! Du Scheiße, was für ein krankes Team. Aguero vorne drin, 92er Chemie, Cristiano hatte auch noch drin. Varane, Rami, Koscielny, das wird keine leichte Aufgabe, aber jetzt heißt es kämpfen und siegen. Ab geht's!
Komm, jetzt das erste Mal Cristiano Ronaldo am Ball. Zack, geht vorbei. Double Elastico Chop bleibt hier stehen. Schön gemacht. Ey, komm, Cristiano Ronaldo. Der erste Freistoß. Cristiano! Komm, jetzt lassen wir direkt die Pille laufen. Komm, Cristiano Ronaldo, das wird dein Tor. Ey, da holt er den Keeper raus. Zack, hier, fangen wir an mit den Skills, gehen rein, verlieren den Ball, haben ihn noch, komm, die Pille ist noch heiß, Cristiano Ronaldo! Komm, von Victor Ibarbo haben wir noch gar nichts gesehen, Junge, zieh durch, Victor Ibarbo, was machen wir? Spinnen rein, zack, Übersteiger, bleiben stehen, neuer Dennis hat da, komm mal runter hier und Golazo 1:0, Victor Ibarbo! Zack, Alter, running Waka Waka, komm, nimm ihn mit, ey! Komm, wir leiten den Ball direkt weiter. Verbindung ist gerade so am Haken. Egal, komm, Tiki-Taka jetzt. Schön gespielt, perfekt. Baka weiter auf, schön auf Ibarbo. Chop jetzt rein. Alter, warum choppst du nicht, Mann? Scheiß Verbindung, Alter. Egal, die Pille ist immer noch heiß. Übersteiger. Spinnen rein, Roulette, Schusstäuschung, Ballrolle, Alter. Und jetzt in die lange Ecke. Golazo! Mein Zeh, Junge, mein Zeh tut weh. Oh, ich bin gestern gegen den Kühlschrank gelaufen, Junge. Komm, Alter, zieh durch, Carlos Baca, komm. Mein Zeh tut gerade so weh, ne, das glaubt ihr gar nicht, das glaubt ihr gar nicht. Komm, der läuft sich frei, schön, Adriano, Junge, Adriano, Ballrolle. Und boom, Junge, boom, Alter. Hier, ein Arsch im Zeh, Junge. Der darf nicht zurückkommen. Shit. Komm, Alter, jetzt ist Zeit für Skills. Wir packen die Skills aus. Schön, Waka Waka. Gehen jetzt hier vorbei. Spinnen rein. Komm, weiter. Auf Casemiro. Holla die Waldfee. Casemiro. Ballrolle. Oh, durch die Beine. Zack, gehen vorbei. Hacke zu Hacke. Ziehen den Ball nochmal rein mit dem Scoop-Turn. Ballrolle. Flanke. Komm. Wird fucking Fußball gespielt. Geil gemacht von Victor Ibarbo. Flanke kommt. Ja, Freunde, der Gegner hat ja keine Eier, Alter. Ja, Freunde, der Gegner hat einfach keine Eier. Rage Quit. Ich würde sagen, wir gehen direkt ins zweite Spiel. Ab geht's. Der erste Gegner war Kanonenfutter. Doch dieser Gegner sieht schon nach einem ganz anderen Kaliber aus. Lewandowski Hero vorne. Ronaldo in Form. Godin hat er in der Innenverteidigung. Also jetzt heißt es kämpfen und siegen. Los geht's. Ja, schön, komm. Ibarbo, zieh durch. Komm, Ibarbo, erste Chance. Direkt spinnt rein. Direkt nochmal reingespinnt. Schön gemacht jetzt. Rein, komm, Junge. Mach ihn doch rein. Golazo! Junge, Junge, Junge. Wie viel Glück hatten wir denn da? 4 Minuten gespielt. Ibarbo, Double Spin. Schön gemacht. Direkt 2 vernascht. Ballrolle. Der grätscht daneben, Junge, Junge, Junge. Und dann haben wir aber richtig viel Glück. Egal, 1-0. Oh. Oh, oh. Piqué mit dem Stellungsspiel. Keeper! Fliegt einfach hin. Der will Ronaldo aufhalten, aber fliegt einfach hin. Schön, Ronaldo, Alter. Komm, der kommt, Alter. Cristiano Ronaldo! Komm jetzt, Baka läuft sich frei. Weiter auf Ibarbo, schön, komm, rein da jetzt. Zack, geht vorbei. Ibarbo, Junge, komm hoch. Aha. Ronaldo, schön, perfekt gemacht. Komm, Alter, Victor Ibarbo, macht er den rein. Golazo, 2-0. Oh, oh, starker Pass. Ey, ich bitte dich. Junge, Junge, komm, rechts oben. Ey Leute, das kann doch wohl nicht wahr sein. 86. Es wird nochmal spannend nach einem abgefälschten Ding. Waka Waka, spin rein. Schön gemacht von Ronaldo. Ey, ey, ey. Komm, Ronaldo. Komm, wir versuchen den mal unter die Mauer zu schießen.
unter die Mauer. Ja, Freunde, da ist der Sieg. Wir gewinnen mit 2:1. Klar verdient. Wir hätten auf jeden Fall noch viel mehr Tore machen können. Ja, Freunde, dann war es das soweit auch schon von dieser Folge. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn sie euch gefallen hat. Wir sind ordentlich gut dabei mit dieser Mannschaft. Ich kann es förmlich riechen, dass wir ins Finale einziehen werden. Die nächste Folge wird dann wahrscheinlich in 2 oder 4 Tagen kommen. Da muss ich mal schauen. Vergesst auf jeden Fall nicht abzustimmen für die Mannschaft, die ihr sehen wollt im Karrieremodus. Das war es soweit von mir. Lasst einen Daumen nach oben da, haut rein und ciao! Freunde, seid ihr bereit für das Comeback der Pink Slips? Es wird wieder Zeit für spannende, unterhaltsame Kämpfe.